Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Projekt. Ihr könnt es ja hier gerade an der Überschrift bzw. am Videotitel lesen. Wir werden Little Nightmares 2 auf der PlayStation 4 Pro spielen. Und ganz ehrlich, ich fand ja schon die Demo durchaus ansprechend. Außerdem habe ich ja auch den ersten Teil vor einigen Jahren mal beendet. Zum einen als normales Let's Play-Projekt und als Game Movie New Commentary Video. Hier muss dazu gesagt sein, es soll übrigens geschichtlich nach dem ersten Teil spielen. Ja, auch ganz wichtig, es wird nichts erzählt in dem Spiel. Und ob es was zum Lesen gibt oder nicht, weiß ich nicht. Ich bin natürlich gespannt. Wir beginnen jetzt auch ein neues Spiel. Die erste Folge wird wahrscheinlich zwischen 30 bis 50 Minuten lang sein. Mal sehen. Ich bin vor allem gespannt. Und diesmal geht es übrigens um einen neuen Charakter. Zum einen um Mono, glaube ich. Und Six. Six kennen wir ja noch aus dem ersten Teil. Aber Mono ist derjenige, den wir auch in der Demo gezockt haben. Aber mehr weiß ich natürlich gerade in dem Moment nicht. Oh ja. So, also wir beginnen wie in der Demo halt direkt in diesem Wald. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand ja die Demo durchaus ansprechend. Das habe ich auch gerade eben schon mal erwähnt. Ich würde es natürlich auch in Full HD und 60 Frames aufnehmen oder in, naja, 1440p, aber leider ist meine Game Capture Card gerade nicht funktionsfähig, weil mir ein Kabel fehlt. Ich weiß gar nicht, können wir überhaupt drin? Ich weiß es gerade nicht mehr. Das sieht übrigens aus wie eine Leiche. Irgendeine Masse. Rennen kann ich übrigens gerade nicht, wie es aussieht. Ach, doch, Viereck. Okay. Und wahrscheinlich ist Kreis springen. Genau, danke. Kann ich ihn interagieren eigentlich? Ah, okay. Mit R1. Achso. Schleichen tun wir übrigens mit L2. Ich kann auch mit Schuhen interagieren. Ich weiß zwar nicht, ob ich die jetzt brauche, aber ist ja auch egal. Sieht übrigens aus wie Leichen dort oben. Okay, ich brauche den Schuh übrigens nicht. Interessant. Wir sind übrigens erstaunlich klein, also kleiner als ein normales Kind. Warum das so ist, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Oh, da sollte ich natürlich nicht reinfallen. Beziehungsweise rauffallen. Haben wir hier? Ich kann auf 4 gedrückt halten, sehe ich gerade. Okay. Hallo? Ist ein bisschen merkwürdig, die Steuerung. Ich habe es ja vorher mal im Computer gespielt, die Demo. Aber ich kann es halt nicht mehr spielen. Oh. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Renne, 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 renne. Komm schon. Alter, war das knapp. Den Stein kann ich nicht hochheben. Okay, gut.
Ich muss irgendwie da hochkommen. Ja, ich weiß, wie das geht. Ich will mich nur mal ganz kurz umsehen. Okay, also wie ihr seht, ist unser Weg hier, wo er dann weiterführen wird. Da gehen wir auch gleich lang. Es wechselt übrigens in diesen 2-3D-Bereich hin und her. Was ich eigentlich gar nicht schlecht finde. So, ich glaube, ich muss springen und genau. Gedrückt halten kurz, dann wieder loslassen. Hallo? Ich weiß nicht, ob der wieder nach oben fährt. Okay, tut er anscheinend. Da sollten wir nicht runterspringen, weil ich nicht weiß, ob man das überleben wird. Hä? Deswegen springe ich hier runter. Okay, das ist interessant vom Aufbau her. Übrigens finde ich es sehr, sehr gut, gerade die Atmosphäre. Weil die ist wirklich beeindruckend. Okay, da unten ist ein Vogel. Was haben wir denn da? Sind irgendwelche Fallen aufgestellt? Gut, dass ich den hingeworfen habe. Ist im Augenblick auch sehr einfach, was ich aber sehr gut finde. Aber ich habe es ja auch schon mal gespielt. Hätte ich eigentlich den Schuh mitnehmen können? Ich glaube nicht, ne? Da sehen wir übrigens gerade eine Falle. Da haben wir einen Stock. Der natürlich ziemlich schwer ist. So. Hallo, den will ich mitnehmen. Ja, das war sehr gefährlich. Das haben wir trotzdem gut gemacht. Man sollte es, glaube ich, sehen können. Also hier vorne sind es noch keine, die da fallen. Alles klar. Okay, warte mal. Einen hier vorne hinschmeißen. Hier vorne sollte keiner mehr sein. Oh. Na. Das war jetzt nicht so gut, was ich gemacht habe. Da ist eine Falle. Das hätte auch ins Auge gehen können. Glücklicherweise nicht. Ich finde es übrigens gerade, wie gesagt, sehr atmosphärisch.
sind überall diese komischen Käfige verteilt. Ich weiß nicht, ob es übrigens wie beim ersten Teil sammelbare Gegenstände gibt oder nicht. Aber ist nicht so schlimm. Performance-mäßig läuft sehr gut. Ich würde sogar sagen 60 FPS. Schade, ich so gerade nicht capturen kann. Das sind ziemlich viele verfaulte Gegenstände oder Essensreste. Ja. Ich höre eine komische Musik. Was bist denn du eigentlich? Okay, es sieht so aus, als ob hier übrigens jemand langgelaufen wäre, oder? Ja, da sind Spuren auf dem Boden. Kommt von hier hinten. Ich glaube, das müsste Six sein. Ich kann das gerade nicht mitnehmen oder dahin werfen, wo ich es will. Okay, warte mal. Nee. Ich glaube, ich musste die Axt runterwerfen. Das war eigentlich, glaube ich, genau das. Ah, nee. Oh, doch. Denn die brauche ich anscheinend. Hallo, nimmst du mal bitte? Danke. Ach so. Es war doch ein bisschen anders als in Erinnerung. Oder wie ich erst gedacht hatte. Warum übrigens Mono und Six so klein sind und auch andere Wesen, das wissen wir nicht. Kann ich eigentlich das spielen? Nee. Aber sie muss schon seit einiger Zeit hier gewesen sein. Interessant. Sie rennt nach oben. Da müssen wir natürlich auch hin. Hier. Sind übrigens Puppen, glaube ich. Ja, die sehen aus wie Puppen.
Ja, so kann man es natürlich auch machen. Okay, ich wollte gerade einen Screenshot haben. Das hört sich auf jeden Fall nicht gesund an. Wie gesagt, ich glaube, dass das fix ist. Ich könnte mich auch irren. Achso. Warte mal. Hä? Warum macht... Sie müsste eigentlich reagieren, aber das tut sie gerade nicht. Also, okay. Da brauchen wir auf jeden Fall einen Hebel. Ich guck mich mal ganz kurz um. Kann hier gerade nichts machen. Achso. Hä, ich hab's doch gemacht. Ah, okay. Anscheinend losgelassen gehabt. Ist natürlich sehr einladend hier gerade. Warum geht denn das nicht? Ich krieg das nicht ab. What? Warum hat es gerade nicht funktioniert? Egal. Ich weiß auch nicht, ob das Wachs war oder tatsächlich ein richtiger Körper. Ja. Genau. Ja. Es hat aber beim ersten Mal definitiv mal geklappt. Warum jetzt nicht? Ah. Jetzt hat's funktioniert. Ich hab den Schlüssel. Kommen wir dann wieder raus? Hä? Manchmal funktioniert, manchmal nicht. Oder ich bin einfach zu schnell. Ich wollte eigentlich runterklettern. Der super funktioniert. Ich glaube, das alles ist hier noch wie aus der Demo. Da gibt es jetzt keine Unterschiede. Also noch diese komischen Fallen.
verdammt. Guckt euch das an. Keine Ahnung, was der da gerade macht. Aber ich will es auch nicht wissen. Oh Gott. Renne, Six! Oh mein Gott! Ich glaube, er guckt hier nicht runter. Das wäre nämlich sehr, sehr kacker. In der Demo hatten die, glaube ich, sich die Hände gehalten. Bloß nicht zu sehr bewegen. Ganz vorsichtig. Ich will jetzt keinen Fehler machen. Ich glaube, man musste sehr schnell sein. Wait. Doch nicht? Dachte, ich musste da runterrennen. Anscheinend nicht. Okay. Dann habe ich einen Fehler gemacht. Wir hätten da wahrscheinlich auch langschleichen können. Ich glaube, Six ist mich gerade gestorben. Wie lange dauert das denn jetzt? Verdammt! Wo jetzt? Oder was jetzt? Ah, hier. Das war gerade ziemlich heftig. Ich dachte, wir schaffen das wieder nicht, aber das ist wirklich so knapp getimed. Also, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen Schwierigkeitsgrad gibt. Okay, auf jeden Fall, jetzt geht's weiter, als die Demo damals ging. Warte mal. Du sollst es... Ich sehe doch da was. Ah, verstehe. Was jetzt? Hi,
so, ich musste mit Dreieck rufen. Oh nee, sag jetzt nicht, ich muss rennen und... Alter. Okay. Hier sind wieder diese ganzen Käfige. Da ist ein Hut. Kann es sein? Weil es ist optional. Man muss sowas nicht machen. Hä, du... Du sollst es eigentlich runterlassen, das Ding. Ah. So kann man es natürlich auch machen. Also wenn er das gleiche machen wollte, müsste er mal wieder raufspringen. Ich glaube aber nicht, dass die Fähigkeiten geben oder irgendwelche Boni. Aber wir können ja ab und zu mal eventuell das ändern. Oh Gott, nein. Oh nein. Warum bist du nicht gerannt? Warum bist du nicht gerannt? Na klar, schwer ist es nicht, aber es ist schon ärgerlich, dass er nicht rennt. Klar, also Six kann da hochrennen ohne Probleme. Und wenn ich das tue, sterbe ich. Das ist natürlich sehr geil und nett. Jetzt kein Bock hier. Schnell hoch da. Was soll ich denn? Ey, das kapiere ich nicht, Mann. Das ist doch nicht euer fucking Ernst, Junge. Ich renne schon, aber was soll ich denn sonst machen? Ich hab, war wahrscheinlich einfach nur ein bisschen langsamer, sonst nichts weiter. Okay. Das sieht auf jeden Fall nicht besonders gesund aus. Alter, wie krank diese Welt einfach mal wieder dargestellt ist. Okay. Das ist ja mal richtig krank. Ah, warte mal.
Jetzt weiß er nicht, wo ich bin. Okay. Oh nein. Kann ich eigentlich nochmal sowas runterfallen lassen? Nee, ne? Oh nee. Mann, was soll denn die Kacke eigentlich jedes Mal? Was willst du denn machen, Mann? Oh Gott. Alter. Wie krank ist das denn? Okay, ich glaube, ich habe ihn definitiv erschossen. Mit Six gemeinsam. Glaub mal, dass das einfach nur mal das Tutorial war. Okay, die Tür nutzen sie anscheinend als Floß. Sind das auch gleichzeitig die Ladesequenzen? Übrigens ist es auch wesentlich länger als der erste Teil. Irgendwelche Testrezensionen haben was von 6 bis 8 Stunden geschrieben. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Wäre aber echt verdammt geil. So hätten wir ein... Naja, gutes Spiel von der Länge her. Da kommt wahrscheinlich auch noch drauf an, ob wir irgendwas Sammelbares oder so finden. Ich höre doch irgendwas. Kann es sein, dass sich diese Häuser irgendwie bewegen oder so?
bist denn du? Guck mal. Ist doch genauso ein Kind, oder? Von der Größe her wie wir. Oder nicht? Oder halt nicht. Also ganz ehrlich, Leute, ich will erstmal nicht weiterzocken. Das hat halt den Grund, wir sind jetzt bei knapp 37 Minuten und ganz ehrlich, ich finde es ja großartig. Ja, ganz ehrlich, bis jetzt macht es einen guten Eindruck. Es könnte aber vielleicht frustrierend werden. Mal gucken. Ich hoffe mal nicht, aber das werden wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall herausfinden. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei sein würdet. Und ja, wenn ihr irgendwelche Sachen natürlich zu erwähnen habt, dann könnt ihr es mir gerne schreiben. Wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Bis denn und tüdelü.